Hallo Hendrik. Hallo André, du warst So, offline, habe ich gehört. ich Bisschen im war Urlaub. offline. Ja, ich war im Urlaub und habe sträflicherweise leider die CubeCon verpasst, hier in EMEA, das virtuelle Event. Deshalb habe ich mir gedacht, wir beide reden mal ein bisschen und du erzählst mir, was gab es denn da eigentlich überhaupt Neues auf der CubeCon? Was hat NetApp da gemacht? Und ja, wir hatten ja in dem vorherigen Podcast beispielsweise über das Project Astra geredet und über Trident. Gib mir doch mal ein Update. Ja, also geht natürlich eigentlich gar nicht, dass man den Event verpasst, aber zumindest bemühst du dich jetzt ja, die Infos zu kriegen. Von daher sei dir nochmal verziehen. Ja, es war halt ein virtuelles Event dieses Jahr natürlich. Das macht schon einen Unterschied, glaube ich, im Guten wie im Schlechten. Also positiv, denke ich, war schon, es waren, glaube ich, über 18.000 Leute da und deutlich Wow. größer als sonst. Ja. Das heißt, solche virtuellen Veranstaltungen geben natürlich viel mehr Möglichkeiten, daran auch teilzunehmen, ja, ohne jetzt Reiseaufwände, Reisekosten. Das glaube ich schon gut, dass man einfach mit diesen Themen mehr Leute auch erreichen kann. Es fehlt halt so ein bisschen der persönliche Austausch natürlich, der Wollte sonst bei ich solchen gerade Events zu fragen. Also Gäste. das Ja. Socializing ist halt ein Genau. bisschen geringer, sage ich mal. Das Okay. ist halt sehr gering dann, ja. Das ist aus meiner Sicht schon ein klarer Nachteil. Und was mir persönlich auch schwer gefallen ist, ist, dass es viel Ablenkung links und rechts gibt, wenn man im Homeoffice sitzt und sich solche Sessions anguckt. Ja, im Vergleich zu einem realen Event, wo ich in dem Raum bin und ja auch keine andere Möglichkeit habe, als jetzt dem Presenter zuzuhören. Ja, da muss man sich schon immer selber so ein bisschen auch zwingen, jetzt dran zu bleiben und nichts anderes zu machen nebenbei. Ja, das fand ich so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, deswegen Licht und Schatten, in Summe schon ein cooler Event, aber einfach nicht das gleiche wie real. Selbstverständlich. Was gab's Neues? Was hat NetApp Neues rausgebracht? Ja, wir hatten ein paar Schwerpunkte. Wir waren ja Sponsor und hatten dementsprechend auch unseren virtuellen Stand und haben uns im Prinzip fokussiert auf Trident, das kennst du, ja, unsere Integration in Kubernetes rein, auf das Projekt Astra. Hast du gerade schon erwähnt, wo wir ein bisschen mehr zu gezeigt haben und auf Spot. Das ist ja die Firma, die wir vor kurzem übernommen haben, die gerade mit Spot Ocean auch ein Produkt haben, das eben sehr stark auf diesen Kubernetes-Markt abzielt. Und das waren so die primären Bereiche. Zum Projekt Astra haben wir eine Demo gezeigt, also das erste Mal eine wirklich längere, ausführlichere Demo, eine Viertelstunde. Wirklich mal, wie mache ich einen Backup von einer Applikation und jetzt nicht nur die Daten, sondern wirklich die komplette Applikation mit allen Konfigurationen, mit Netzwerk, mit allem, was dazugehört. Wie kann ich sowas wieder restoren und wie kann ich das auch in einem anderen Kubernetes-Cluster wieder restoren? Also auch diesen Applikations-Mobility-Aspekt, der ja gerade in solchen Hybrid-Cloud-Szenarien sehr relevant ist. Das war jetzt das erste Mal, dass wir das tatsächlich einem breiteren Publikum gezeigt haben. Und es scheint geklappt zu haben, weil ich habe bisher noch keinen großen Shitstorm im Social Media Bereich vernommen. Es war natürlich eine aufgezeichnete Demo. Okay. Ne? Die haben so die Tendenz, dass die funktionieren. Aber nee, das funktioniert natürlich schon, allerdings natürlich noch in gewissen Grenzen. Ja? Also es war zu dem Zeitpunkt die Alpha-Phase gerade vorbei und wir starten jetzt demnächst in die Beta-Phase mit dann auch deutlich mehr Kunden als jetzt für die Alpha, die das Ganze dann auch real ausprobieren. Aber es ist natürlich noch nicht 100% das, was es mal sein soll, klar. Ja, das ist immer Okay. noch ein Produkt auch in Entwicklung. Die Teile, die da sind, sind, glaube ich, sehr gut und sehr vielversprechend. Das war schon auch das Feedback von Kunden aus der Alpha, dass sie sagen, eigentlich ist das genau das, was wir haben wollen, auch wenn hier oder da vielleicht noch nicht alles funktioniert hat. Ich habe dich ja im letzten Podcast schon gefragt, was muss ich machen, wenn ich Astra ausprobieren möchte. Jetzt hast du gerade mal eben announced, dass ihr jetzt eine Beta macht. Was sind denn da für Voraussetzungen, damit ich an diesem Beta-Programm für Project Astra teilnehmen kann? Es gibt im Prinzip ein Formular, über das man sich anmelden kann. Das haben wir im Prinzip auch schon announced, dass diese Beta startet. Die startet jetzt auch in den nächsten Wochen, wo wir eben versuchen, mit einer größeren Zahl Kunden das Ganze durchzugehen. Die Beta wird stattfinden in der Google Cloud. Das heißt, es wäre von Vorteil, wenn man die schon kennt, damit wir das nicht komplett auch noch aufsetzen müssen. Ja, dann geht einfach viel Zeit bei drauf, die man sich nicht um Astra kümmern kann als Thema, um das es ja eigentlich gehen soll. Ja, das heißt, das wäre eine gewisse Voraussetzung. Den Link, denke ich, zum Anmelden für die Beta packen wir einfach in die Kommentare zum Video mit rein.
Super Idee. Jetzt hast du gerade auch noch Spot erwähnt. Irgendwie wird mir das jetzt alles ein bisschen viel. Trident, Astra, Spot, Cloud Insights. Was ist ein Spot genau? Ja, der Ursprung von Spot, da kommt der Name eigentlich her, dreht sich um die Nutzung von sogenannten Spot-Instanzen in der Cloud. Ja, das heißt, es gibt die Möglichkeit, eben eine Compute-Instanz zu nehmen für seine Server, für seine VMs, die ich quasi ad hoc wie auf einer Börse ersteigere zu einem deutlich günstigeren Preis als jetzt eine normale Instanz, mit dem Haken, dass mir die jederzeit wieder weggenommen werden kann mit sehr kurzem Vorlauf. Ja. Das heißt, der Cloud-Provider, wenn er die jemand anderem zu einem höheren Preis verkaufen kann, schaltet mir das einfach ab. Und Das ist natürlich was, was mit. was ist der Anwendungszweck für sowas? Und das ist natürlich mit normalen Anwendungen vielleicht schwierig. Mit so einem Kubernetes-Umfeld passt es halt sehr gut, weil da die komplette Umgebung darauf ausgelegt ist, dass sich das sowieso permanent ändert, dass da Knoten im Cluster dazukommen, wieder wegfallen. Das heißt, da kann ich solche Optimierungen extrem gut machen. Und was wir dann mit Spot auch noch machen, ist, dass wir eben das auch auf die Kubernetes-Ebene bringen. Das heißt, auch so ein bisschen, sag mal, Tetris spielen mit den Applikationen. Ja, du hast vielleicht eine, die viel RAM braucht und andere, die viel CPU braucht. Und da muss man natürlich gucken, was lege ich denn da für eine Instanz drunter, dass ich die möglichst optimal ausschöpfe und jetzt nicht die ganzen CPU-intensiven Workloads zum Beispiel auf einem habe, aber den RAM nicht nutze. Ja, das heißt, das sind so Optimierungen, dass wir auch die Container so zusammenpuzzeln auf den Knoten, dass jeder einzelne Knoten ideal ausgelastet ist. Und dass zumindest ein Teil der Knoten im Cluster eben solche Spot-Instanzen sind, die dann deutlich günstiger werden. Und Das hört sich schon verdammt spannend an. Wann sehen wir das. denn noch mehr davon? Ich habe da so die Vermutung, dass es irgendwo November sein wird, der KubeCon USA. Genau, also die ganzen Themen, Trident, Astra, Spot, werden wir da natürlich nochmal weiter vertiefen. Wir werden sicherlich auch vorher schon viel drüber reden. Das Coole an Spot ist, dass das komplett automatisiert ablaufen kann. Also nicht nur die Empfehlung, da solltest du was tun, sondern auch die Umsetzung, das tatsächlich zu tun. Ist, glaube ich, ein großer Schritt, damit es dann auch gemacht wird. Und über all das werden wir natürlich auf der KubeCon in den USA auch noch weiter reden. Die ist Mitte November. Also wer die KubeCon verpasst hat jetzt in EMEA, der, so wie du, der Puh, kann dann sich habe das ich ja noch vielleicht eine Chance. vormerken. Auch wieder als digitales Event. Ja. Und natürlich auch auf vielen anderen Veranstaltungen im Vorfeld schon. Super, Hendrik, ich danke dir wie besessen für das kurze Update und sage einfach bis zum nächsten Mal. Sehr gern. Danke dir. Bis Bis dann, dann. André. Ciao. Ciao.